Ja. Vielen Dank und guten Morgen, ihr Sächsinnen und Sachsen. Ich bin jetzt ein gutes Jahr Bundesvorsitzender und ich weiß nicht genau, auf wie vielen Landesparteitagen ich jetzt geredet habe oder die besucht habe. Und alle waren auf ihre Art toll und alle waren auf ihre Art schön grün. Aber ich schwöre, kein Podium war jemals so bunt wie dieses. Und keine Bühne hat jemals beim Reingehen so gute Laune gemacht wie diese Bühne. Und es ist ja nicht nur die Farbenfrohheit, sondern es ist die Energie, die einem quasi entgegenspringt daraus. Eine Unmittelbarkeit, ein auf ein Zugehen, das einen geradezu anspringt. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Wenn das der Stil der nächsten Monate ist, behaltet euch den, dann wird das eine ganz große Zeit in Sachsen werden. Als ich vor einem Jahr auf eurer Landesdelegiertenkonferenz auf eurem Landesparteitag in Neukieritzsch war, hieß das so? Ja, habe ich mir gemerkt. Da erinnert ihr euch vielleicht, war es eine Zeit des Umbruchs. Ihr hattet einen neuen Landesvorstand, ihr hattet einen neuen Landesgeschäftsführer bekommen, in der Fraktion haben sich die Dinge neu sortiert und ich war auch neu, alles war neu und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, na, was wird denn das hier wohl alles werden mit dir, mit Sachsen, mit den sächsischen Grünen? Und jetzt gibt es diese Bühne, die für was spricht, und es gibt eine Geschlossenheit, die ja weit, weit über die Grenzen des Bundeslandes Sachsen hinausgeht, bis nach Berlin kommt, was ihr in den letzten Jahren erarbeitet habt, was ihr euch erarbeitet habt bei einer ja so strittigen Partei, bei einer so differenzierten Partei wie unserer, ist eine ganz, ganz große Leistung. Mit dem Impuls des letzten Jahres ist was ganz Besonderes entstanden. Das habe ich wohl mitbekommen und dafür danke ich. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Geschlossenheit bei innerer Bereitschaft zu ringen und zu streiten nach außen halten könnt. Denn das wird der Garant des Erfolges sein. Ich habe in dem letzten Jahr dann so viele verschiedene Termine in eurem Bundesland, im Freistaat Sachsen gemacht, von der sozialpolitischen Veranstaltung in Dresden, wo der Saal aus allen Nähten platzte. Ich weiß nicht, ihr hattet für 300 oder 400 bestuhlt und es waren 600 da, mit anschließendem Nachtspaziergang, von der Sommertour, als wir uns gemeinsam nochmal die Geschichte eurer friedlichen Revolution vor Augen geführt haben und dann bei gefühlten 45 Grad abends im Park gesessen haben und auch da überrascht waren, wie viele Leute kamen. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war, aber es war so eine Art Mischform von Picknick und Townhall, eine ganz eigentümliche Atmosphäre, hatte irgendwas von Woodstock und Parteitag, beides in einem. Es war ganz, ganz großartig. Ich konnte es nur noch nicht genau auf den Begriff bringen, was da passiert. Dann die Besuche der letzten Wochen und Monate, Neujahrsempfänge in Plauen oder Neujahrsreden in Plauen, Nomos in Glashütte, Annalena Schmidt in Bautzen. Überall hat man besondere Momente erlebt oder habe ich besondere Momente erlebt. Und es rundet sich jetzt etwas für mich, finde ich, aus diesen verschiedenen besonderen Momenten, die so unterschiedlich waren, aber doch so eine Gemeinsamkeit hatten, die man nicht so ganz leicht auf den Begriff bringt, weil sie eben eine neue Form von Gemeinsamkeit jedenfalls in Umrissen darstellt, bildet sich etwas, was in eurer Tradition, vor allem in eurer Tradition angelegt ist, nämlich in dieser Tradition von Bündnissein, Bündnis 90 Tradition. Verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Milieus, in verschiedenen Konstellationen, die verschiedene Leben führen, suchen dennoch nach einer Gemeinsamkeit. Sie wollen nicht in ihrer Vereinzelung stehen bleiben und sie wollen doch nicht auf eine homogene, gleiche, mitunter sogar völkische Gleichheit reduziert werden, sondern sie wollen in ihrer Andersheit für Anerkennung streiten. Dieser Gedanke von Bündnisfähigkeit, vom Ziel her, die verschiedenen Menschen, die verschiedenen Milieus zusammenzubringen, das ist unsere alte, eure alte, neue Aufgabe für die nächste Zeit. Und ich weiß immer nicht, ob es überhaupt angemessen ist, wenn ich als westdeutsches Nordlicht, so ein alter Fischkopf hier, euch meine Eindrücke von Sachsen erzähle. Aber vielleicht erlaubt ihr mir einfach persönlich zu sagen, dass mich so vieles, was ich hier erlebe, an etwas erinnert, was ich in Schleswig-Holstein erlebt habe und schon mal verantwortet habe ein Stück weit. Und dennoch ist es ganz anders. Also jeder Besuch für mich in Sachsen ist
eine Art Abgleich mit meiner Erfahrung und dann eine Konfrontation mit einer Lebenswirklichkeit, mit einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die, das will ich einfach zugeben, immer noch fremd ist. Und deswegen sind diese Besuche nicht nur Besuche, wo ich komme und dann als Bundesvorsitzender meine Wahrheiten verkünde, was ja irgendwie die langweiligste Übung immer ist, sondern tatsächlich lernende Besuche. Ich bringe mit und sehe ähnliche Momente, wie sie auch in meiner Biografie, in meiner politischen Biografie, in meiner politischen Arbeit immer schon da waren. Es ist der Stadt-Land-Gegensatz, der sich auf eine Art immer weiter zuspitzt, Wohnungsnot und soziale Frage vom Wohnen in den Innenstädten und das Gefühl von Verlorenheit und fehlende Anschlussfähigkeit im ländlichen Raum, beides fordert neue Antworten und beide neuen Antworten müssen gegeben werden, Wohnen in den Innenstädten als Recht zu begreifen und auch durchzuhalten und nicht Wohnen als Spekulationsobjekt abzuschieben und gleichzeitig die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse als Anspruch für die Gesellschaft hochzuhalten und nicht aufzugeben. Gleichzeitig der Bruch oder das Neujustieren von Traditionen, was bei mir vielleicht Werften und Fischereien in meinem Bundesland sind, ist es in Sachsen alte Gewerbe, bis hin zum Kohlebergbau, die jetzt in eine neue Zeit überführt werden. Und ich weiß auch aus meiner Vita, aus meiner Geschichte heraus, dass eine Leichtigkeit, mit der man drüber hinweggeht und sagt, da sollen sich alle mal nicht so anstellen, fehl am Platze ist. Weil selbst bei notwendigem Wandel von Berufen natürlich ein Stolz, eine Verbundenheit mit der Region auf einmal in Frage gestellt wird. Was also die große politische Aufgabe sein wird, ist die Anerkennung für die Leistung der Vergangenheit zu verbinden mit einem Veränderungswillen für die Zukunft. Das ist der entscheidende Moment zur Gestaltung dessen. Und wir dürfen uns nicht in Vokabeln wie Strukturwandel verlieren. Es geht tatsächlich darum, Tradition und Moderne zusammenzubringen. Und dann natürlich die Grenzlage. Auch ich komme von einer nationalen Grenze, in meinem Fall die dänische, und auch ihr verschiebt sozusagen die Grenzoptik ein Stück weit und für mich, und da beginnt das Neue dann eben ein Stück weit nach Osten. Wenn man, so wie ich, im Westen groß geworden ist, vergisst man, dass Sachsen viel mehr Mittelpunkt Europas ist als Norddeutschland. Und das lerne ich hier jedes Mal. Ihr schaut anders auf die Zusammenhänge in Europa drauf. Und das ist das Spannende für mich zu begreifen, wie Osterweiterung, Solidarität zwischen Ländern von eurer Perspektive ausgedacht werden muss. Das Gemeinsame, was ich sagen will, das, was meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung und eure politische Situation eint, sind strukturelle Momente, die wir überall erleben, die also von einer neuen Form von Wirtschaften, einem neuen Denken von Ökologie und Ökonomie, einem neuen Denken von Grenzen, die nicht mehr Trennungslinien sein sollen, sondern vielleicht sowas wie Magnetfelder werden können, was uns alle zusammenbringt von Tradition und Überführung in eine dann ökologische und eine soziale Moderne. Was anders ist und da bitte ich einfach um Nachhilfe auch in den nächsten Monaten, ist, dass eure Gesellschaft, dass Sachsen, dass ihr, eure Eltern, eure Großeltern, aber ihr vielleicht auch in der eigenen Biografie schon so viele Umbrüche erlebt habt und mitunter so viele Enttäuschungen erlebt habt, dass die Leichtigkeit, mit der man sagt, so, wir jetzt alle nochmal neu, irgendwie gebrochen ist. Und das, was wir jetzt gerade erleben und was euer Landesverband erlebt, nämlich dieser Aufschwung, dieser Mitgliederzuwachs, die vielen Listen für die Kommunalwahl, die Erwartungshaltung, die den Grünen entgegenschlägt, die Hoffnung geradezu, die Hoffnungshaltung, die den Grünen entgegenschlägt, ist deswegen in eurem Bundesland für euren Landesverband nochmal ein kostbareres Gut als für den Bundesverband insgesamt. Es darf nicht enttäuscht werden. Was ich sagen will, ist, dass wir alle gemeinsam, ihr und wenn ihr wollt, wir gemeinsam eine ungeheure Verantwortung haben, in den nächsten Monaten diesen sich jetzt erwerbenden Vertrauensbeweis nicht zu enttäuschen, nicht fallen zu lassen. Wir müssen an uns arbeiten, wir müssen aber auch glaubwürdig und ehrlich mit den Problemlagen umgehen. Wenn wir noch eine Enttäuschung erleben und wenn wir Teil einer Enttäuschung werden, dann geht mehr kaputt als nur ein grünes Wahlergebnis, sondern dann geht der Aufbruch, der in Sachsen spürbar ist, verloren. Trotzdem bin ich optimistisch, so wie euer Bühnenbild. In dem Jahr 2018, nach Neukieritzsch, nach den Besuchen bei euch, begann überall in Deutschland und ich würde mit Blick auf
Die Demonstrationen für einen Verbleib von Großbritannien in Europa sagen überall in Europa etwas anderes. Ich würde fast sagen, dass beginnend mit dem letzten Sommer die Zivilgesellschaft ihre Zivilcourage entdeckt und gefunden hat. So große Demonstrationen damals im bayerischen Wahlkampf in München, ich glaube, das haben die seit der Räterepublik nicht mehr erlebt, 2x40.000 Leute in München, die wussten gar nicht, dass sie außer Meisterfeiern beim FC Bayern so viele Leute auf die Straße bringen können, glaube ich. Das Gleiche in Berlin, das Volksbegehren auch wieder in Bayern, Fridays for Future Demonstrationen, die die Politik bis in die Abendbrotessen mit der Familie reintreiben. Und ich habe neulich gelesen, dass die Flugbuchungen der Fluggesellschaften zurückgehen. Und ich würde so mir wünschen, dass das der Erfolg von Fridays for Future ist, weil die Kinder jetzt sagen, nee, wir wollen nach Schleswig-Holstein oder nach Sachsen in Urlaub fahren und nicht nach Mallorca. Was man also ahnen, sehen und an Indizien festmachen kann, ist, dass es einen Aufbruch gibt, eine Art gesellschaftliche Stimmungsumkehr. Ich würde denken, nach 3 Jahren der Verdrießlichkeit, nach 3 Jahren, wo die gesamte politische Klasse geschoben wurde, von angstmachenden Politikerinnen und Politikern, von Angstmacherei beherrscht wurde, gibt es beginnend mit dem letzten Sommer sowas wie ein Aufbäumen von: So wollen wir nicht, dass die Gesellschaft repräsentiert wird. Wir wollen nicht, dass gespalten wird. Wir wollen nicht, dass Hass und Angst Politik dominieren, sondern wir sind als Gesellschaft fähig, es besser zu machen. Es gibt große Herausforderungen, aber wir können die Zukunft gestalten. Wir können zuversichtlich sein. Wir können solidarisch sein. Wir gehen nicht den kürzesten Weg, der immer nur zur schlechtesten Emotion führt, sondern wir vertrauen auf Bündnisfähigkeit, auf eine gesellschaftliche, optimistische Ausrichtung der Politik. Das, was in 2018 begann, muss sich in der Europawahl im Mai fortsetzen und in den Kommunalwahlen, auch in der sächsischen Kommunal fortsetzen. Und es muss dann am 1. September gerade in eurem Bundesland eingelocht werden. Ihr setzt einen weiteren Stein in der Geschichte. Und ich weiß, und das werden gleich die Rednerinnen und Redner nach mir fachlich differenziert ausbreiten, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß, dass es für euch in erster Linie um die Frage geht, wie wird Sachsen nach dem 1. September regiert? Und es geht ja auch darum, wie wird Sachsen nach dem 1. September regiert? Macht mal das Fenster auf, kommt mal ein bisschen frische Luft in eure Landespolitik rein oder bleibt ihr einfach in dem alten Mief? Das sollte nicht passieren, also reißt das Fenster auf und die Türen gleich mit und meinetwegen auch die eine oder andere Wand, die eingerissen werden muss. Aber die Wahl in Sachsen, auch in Brandenburg, aber vielleicht noch stärker in Sachsen, weist weit über euer Bundesland hinaus. Es ist eine Richtungswahl nicht nur für Sachsen, sondern für die Frage, wie sich die politische Demokratie in Deutschland weiterentwickelt. Und unabhängig ein Stück weit von einzelnen Prozentzahlen und unabhängig von wie viele Mandate kriegt ihr jetzt ganz genau, es wäre ganz großartig, wenn unsere Partei, wenn Bündnis 90 Die Grünen einen Beitrag leisten könnte, dass die Demokratie mutig, leidenschaftlich, zukunftsgewiss und europäisch wird. Das in Sachsen zu erkämpfen, lohnt jeden Samstag und jeden Sonntag, den man auf Parteitagen rumhängt. Es lohnt jeden Einsatz, Plakate aufzuhängen, Zettel zu verteilen, Haustürwahlkampf zu machen, die Nachbarin, die Freunde, die Verwandten, die Vereinsmitglieder anzusprechen. Denn auch das wird wahrscheinlich so kommen, es wird eine knappe Kiste werden. Und das kann man jetzt schon sehen und das kann man beklagen und sagen, ach Mensch, es wäre doch so schön, wenn alle die Grünen wählen würden. Na, alle die Grünen, das wäre gar nicht so schön, ehrlicherweise. Ein paar mehr reichen uns schon. Aber knappe Ergebnisse sind der Sinn von Demokratie. Das ist der Ansporn zu kämpfen, weil es knapp werden wird, weil nachher das letzte Mandat entscheiden wird, wie eine Regierung gebildet werden kann, weil vielleicht die letzten 200-300 Stimmen die Entscheidung dafür treffen, ob es eine progressive, proeuropäische, ökologische und soziale Politik geben wird oder eben nicht. Lohnt es, den Schweiß der Mühe die nächsten Monate durchzuhalten? Gerade weil es knapp werden wird, müssen wir den Hintern hochkriegen und auf die Straße gehen und mit den Menschen reden. Die Sicherheit, dass es von alleine gut wird, die hat niemand, sollte man gar nicht haben. Das ist der stärkste Ansporn für Demokratinnen und Demokraten. Und erlaubt mir ganz schnell, bevor wir nur noch über den 1.9. reden und die Liste dafür bauen und aufstellen,
über den 26.05. zu reden, die Kommunalwahl und die Europawahl. Bei der Kommunalwahl schlägt das eigentliche Herz der Demokratie. Ohne Bundestag oder Landtag zu nahe zu treten, es sind die Kommunalpolitikerinnen und die Kommunalpolitiker und ehrlicherweise aller Parteien, die dafür sorgen, dass die Demokratie funktioniert, die, obwohl sie nicht große Anerkennung oder eine Diäten bekommen, von denen man auch gut auskömmlich leben kann, die für ihre Kommune, für ihre Gesellschaft die Familie vernachlässigen, den Garten nicht mehr pflegen, die Katze hungern lassen, die hingehen und sagen, wir wollen unseren Beitrag leisten, dass ein Gemeinwesen funktioniert. Und obwohl sie wissen, dass es schiefgehen kann, sich aufraffen, und das gilt mit Verlaub, bei allem Respekt für alle Parteien, gerade für die vielen, vielen Menschen, die jetzt neu zu Bündnis 90 den Grünen dazugekommen sind. Denn, und das sage ich als Westdeutscher noch einmal, mit großem Respekt für die Arbeit und Leistung der Vergangenheit, für die vielen, vielen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, mitunter alleine in Kreistagen oder in Gemeindetagen die grüne Fahne in Sachsen hochgehalten haben. Es ist natürlich grundsätzlich, ja danke, es ist euer Applaus. Es ist immer ein Angang, in eine Partei einzutreten und sich damit zu einer politischen Weltsicht zu bekennen, damit aber auch erst einen Weltbezug herzustellen, denn was wir für uns alleine politisch glauben, ist letztlich irrelevant. Es wird erst kraftvoll, demokratisch kraftvoll, wenn man es objektiviert, wenn man auf Parteitagen mit Verbündeten Mehrheiten und vielleicht Mehrheitsfähigkeiten schafft. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen härter, als anderswo bei den Grünen einzutreten. Ich habe Geschichten gehört von Neumitgliedern, die gesagt haben, jetzt muss ich Plakate beantragen und Genehmigungen einholen bei dem Skinhead von früher, der jetzt mein Bürgermeister ist. Derjenige, der mir früher die Reifen aufgestochen hat oder mich vom Weg von der Kirchengemeinde nach Hause bedroht hat, ist jetzt derjenige, bei dem ich Schutz oder Verantwortung suchen muss. Das fällt mir ganz schön schwer. Das sind Geschichten und Erlebnisse, die noch mal anders und anders härter sind. Und deswegen danke für alle die und danke an alle die, die den Mut haben und aus dem Quark kommen bei der Kommunalwahl für unsere Partei und damit für eine lebendige Demokratie in Sachsen Name, Stimme und Gesicht zu geben. Ich habe großen Respekt davor und ich hoffe, dass das bei der Kommunalwahl gelingt, damit ein Signal zu setzen, dass die Grünen in Sachsen tief in der Gesellschaft verankert sind, so wie ich es in diesen vielen, vielen Terminen erlebt habe. Gleichzeitig mit der Kommunalwahl kommt die Europawahl. Und dazu nur noch zwei, drei grundsätzliche Sachen. Die eine Sache ist, dass diese Europawahl noch anders wichtiger ist als die ganzen anderen Europawahlen zuvor und das in doppelter Hinsicht. Einmal wird erkennbar das alte Bündnis aus Volksparteien und Sozialdemokratie keine Mehrheit kriegen im Europäischen Parlament. Das heißt, die kleineren Parteien, und vielleicht werden wir ja gar nicht so eine ganz kleine Partei, haben auf einmal die Situation, in echte Koalitionsverhandlungen einzutreten. Stimmen für die Grünen bei der Europawahl sind Stimmen für eine aktive, gestaltende Politik im Europäischen Parlament, noch stärker als zuvor. Das heißt, mit großer Leidenschaft können wir für Europa kämpfen. Und dann wird über die Mehrheitsfindung im Europäischen Parlament am Ende die Frage verhandelt werden, in welche Richtung geht Europa. Wird Europa ein Bündnis von Vaterländern, das im Grunde die Zerstörung von Europa will, ein Rückbau an Solidarität, ein Rückbau von Gemeinsamkeit, oder gelingt es, dieses großartige Friedensprojekt Europas neu zu beatmen, neu nach vorne zu führen und eine neue Lösungskompetenz zu erarbeiten? Und ich will deutlich sagen, wenn man die großen Fragen unserer Zeit angehen will, also die großen Fairness-Fragen. Wer zahlt eigentlich noch Steuern in dieser Gesellschaft? Außer ihr alle natürlich. Aber was ist mit Facebook und was ist mit Amazon und was ist mit Google und was ist mit diesen vielen, vielen Milliarden, die Steuerstofflöcher verloren gehen? Dann stellt man fest, dass die nationalstaatliche Regulierung kaum mehr da heranreicht. Wenn man Fairness will, muss man europäisch denken und Europa eine neue soziale Souveränität geben. Wenn man Flucht und Migration ordnen, steuern und humanitär betreuen will, ist dieses nationalstaatliche Hin- und Hergeschiebe von Menschen und von Menschenleben unwürdig und nicht hilfreich. Wenn man den humanitären Anspruch ernst nehmen will, dann müssen wir europäisch denken und europäisch solidarisch handeln. Wenn wir den Klimawandel
Wenn wir den Klimawandel eindämmen wollen, wenn wir die Plastikvermüllung unserer Äcker, Meere und Flüsse einstellen wollen, dann ist es natürlich super, wenn Kommunen, wenn Länder, wenn Staaten anfangen zu agieren. Aber eine richtige Schlagkraft entwickelt man vor allem durch einen ganz großen europäischen Verbrauchermarkt. Alle großen Fragen sind inzwischen transnational. Sie überschreiten die Regulierungsmöglichkeiten von nationalen Staaten. Wenn man jetzt nicht europäisch agiert, wenn man Europa rückbaut, wenn man Europa zerstören will, wenn man nicht bereit ist, Europa weitere Rechte zu geben, dann sagt man damit, wir wollen keine politische Handlungsfähigkeit. Dann wollen wir nicht politisch agieren. Und genau das wird erwartet eigentlich von den Populisten, die Europa zerstören wollen. Sie wollen den Beweis der Nicht-Handlungsfähigkeit. Das müssen wir kontern. Lasst uns ein starkes Signal setzen, dass Europa handlungsfähig sein soll, damit Politik wieder handlungsfähig wird, damit es Vertrauen gibt in die Institution, damit wir nicht dem Ruch Vorschub leisten. Die schnacken ja nur rum, die agieren sowieso nicht, sondern lasst uns auf einer Ebene dafür sorgen, dass wieder agiert wird. Mit anderen Worten, gewinnen wir am 26. Mai die Europawahl, gewinnen wir die Kommunalwahl, nehmen wir das als Sprungbrett, springen wir hoch und gewinnen am 1.9. für Sachsen demokratische Mehrheiten. Dankeschön. Ich bin entspannt.